Ja, wir stehen jetzt mit Jens Timangorni nach der 1:4 Niederlage des TuS Borklo gegen Holzhausen. Herr Timangorni, wie haben Sie das Spiel gesehen? Erst zunächst mal ein kleiner Kommentar. Ja, also es war eine hochverdiente 1:4 Niederlage. Holzhausen war von Anfang an klar galliger als wir und haben auch uns richtig unter Druck gesetzt und wir haben es überhaupt nicht verstanden, dagegen zu halten. Und von daher Glückwunsch an Dirk und die Jungs vom BSV. Verdienter Sieg für den BSV. Gerade bei den ersten drei Gegentoren, die wurden ja alle quasi in der Luft verloren. Wie erklären Sie sich das? Ja, keine Ahnung. Das, das frage ich mich auch. Wir haben fünf Leute in der Mannschaft, die sind über 1,90. Und wir verlieren drei Luftkämpfe und kriegen dadurch nach Standardsituationen wieder Gegentore. Ich habe keine Ahnung, wie es passieren kann. Aber wie gesagt, das ganze Spiel hat sich das heute so durchgezogen, dass wir nicht eng genug an den Männern waren und dass wir ja sehr lethargisch nur gegen den Ball gearbeitet haben. Und shit happens. In der zweiten Halbzeit kann man Ihrer Mannschaft das Engagement ja eigentlich nicht absprechen. Aber woran lag es dann, dass die Kugel in manchen Situationen dann halt nicht über die Linie gegangen ist? Ja, man merkt jetzt also schon ganz deutlich, dass so ja, Leistungsträger wie Markus Heckel oder wie Pascal Schwer, der sich wieder verletzt hat, einfach vorne fehlen. Und wir jetzt gerade im Moment ohne etatmäßigen Stürmer auskommen, das merkt man schon. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich so heiß auf die Pille sein, dass wir das Ding einfach mal über die Linie drücken. Also die Möglichkeiten wären ja da gewesen, aber es hat heute nicht sollen sein. Mit dem Sieg hätte man sich ja jetzt schon recht absetzen können, war Ihren Spielern das nicht bewusst oder warum ist man dann nicht mit der letzten Konsequenz da in die Zweikämpfe gegangen? Doch, das war uns sehr wohl bewusst, aber wir haben halt auch gesagt, dass das Spiel noch gar nichts entscheidet. Ja? Das Einzige, was hätte passieren können, wäre, dass Holzhausen abgeschlagen gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir haben weiterhin unsere 22 Punkte und spielen bis, ich würde mal sagen, Platz 6, Platz 7, trotzdem noch bis zum 30. Spieltag gegen den Abstieg. Ja, ich habe nie was anderes gesagt, dass wir auf dem Weg zum Klassenerhalt sind oder sonst irgendwie was. Das wäre ein super Schritt gewesen, aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele und müssen da unsere nötigen Punkte einfach einfahren. Herr Timangorni, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück.